Ich möchte Ihnen gratulieren zu der guten Idee, heute Abend diesen Abend mit mir zu verbringen. Elfmal im Jahr führt Lothar Fieler, alias der Nachtwächter von Lennep, Interessierte durch Lennep. Vom Röntgenmuseum aus startet eine fast zweistündige Führung, in der die Teilnehmer viel über die Geschichte des Stadtteils lernen. Und hier hatte man auf einmal die ein bisschen mehr Kapital hatten, die ein bisschen mehr Unternehmergeist hatten. Und die haben dann die nicht mehr so mit wollten, einfach aufgefangen. Ja? Für den gebürtigen Lennepper ist die Veranstaltungsreihe viel mehr als nur ein Ehrenamt. Eher eine Berufung. Einfach, weil ich diese Führung authentisch mache, weil ich diesen Ort liebe, weil ich hier geboren bin, ja, weil ich mit diesem Ort mich jeden Tag freue und auch mit diesem Ort leide. Und das kommt bei meiner Führung, glaube ich, ganz besonders gut durch. Lothar Fieler baut seine Führung nicht chronologisch, sondern thematisch auf. An verschiedenen Orten Lenneps erzählt er historisch Belegtes, aber auch überlieferte Geschichten. Dieses Rotationstheater, was hier. Das ist diese Schönheit von Lennep, das ist diese Geschichte von Lennep, das ist vor allem aber die Bevölkerung von Lennep, ja, die früher schon ganz besonders war und die es heute auch ist. Und die besonders stolz darauf ist. Führung, die er macht, gleicht der anderen. Das Feedback der Besucher ist immer positiv. Diese Symbiose aus Feedback-Klümpchen. Ich denke mir, dass das eine Mund-zu-Mund-Propaganda ist, die nun, wie gesagt, vor 3 Jahren schon generiert wurde und die eigentlich jedem sagt, Mensch, wenn du wirklich wissen willst, wo du hier lebst, ja, und worauf du hier achten solltest, ja, dann musst du mal mit dem Gustav vom Hackenberge gehen. Interessierte können über die Webseite stadtführung-remscheid.de eine Führung beim Lennepper Nachtwächter Lothar Fieler buchen. Die nächste Veranstaltung aus der Reihe findet am 4.5. von 19 bis 20.30 Uhr statt.